Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Look. Organ Trail ist heute der Titel mit dem Untertitel Director's Cut. Ha! Wobei es gar kein Untertitel ist, glaube ich, oder? Ja. Und eigentlich hatte ich vor, das Ganze mit dem Gamepad zu spielen, nur leider erweist sich das gerade als schwierig im Menü. Aha, weil wir das Menü mit der Maus steuern. Und das Spiel ist gerade so unglaublich laut, dass ich es einfach mal etwas leiser machen möchte. So, alles hier mal schön so, ja, wunderbar. Das müsste eigentlich schon besser sein. Gucken wir nochmal hier. On the road, Twitter prompt, enabled. Ja, was soll's, ne? Control and G, Mouse and Keyboard, ja, was, Toggle? Mouse only. Ja, komm, mach jetzt. Wir wollen ja mal hier ein bisschen noch hinkriegen, ne? Und um das Ganze zu starten, gehen wir direkt mal in den Kampagnenmodus. Gucken wir mal hier. Easy, normal, difficult, suicide. suicide. Nehmen wir direkt natürlich. Vielleicht ist das ja auch ein Feature, dass das Spiel dann direkt abschmiert und sagt, nee, komm. Der Typ, der dich umbringen soll, kommt gleich vorbei. Ne, wir spielen natürlich erstmal auf normal. Normal. Click on the enemy and draw a line towards yourself to shoot. Kann ich auch hier jetzt mit dem Gamepad irgendwie... Reloading. Echt jetzt? Okay. Interessantes Spiel... Interessanter Spielstil. Ich habe dieses Spiel, ehrlich gesagt, noch nie gespielt, deswegen... Gut. Well then, it looks like I just saved your bacon. Also er hat unser Speck gerettet. I reckon we stand a better chance out there if we stick together. Er glaubt, wir haben eine bessere Chance zu überleben, wenn wir uns zusammenstecken. My name is Clemens. I used to be a priest. Not much use for those snowy days. Also er heißt Clemens. Was für ein blöder Name. Er war mal ein Priester, aber das hat anscheinend jetzt keinen großen Nutzen mehr, meint er selber von sich. What's your name, partner? Click to type. Wie soll ich denn tippen, wenn ich klicke? Oder soll ich jetzt einen Namen eingeben? Nein, wir heißen natürlich Powerpilz. Und jetzt? Wird mir alles nicht gesagt. Ich muss auch kurz was trinken, sonst kriege ich gleich noch... Die Stimme ist echt übel. So. The pleasure is all mine, Powerpilz. Listen. Even with the two of us, we won't survive very long. Everyone I trusted died a while back. Do you know anyone we could count on in a pinch? Click to type. Auf die Schnelle müssen wir jetzt Namen einfallen, oder wie? Nennen wir den anderen mal... Wie nennen wir den denn mal? Komm. Sag mal irgendwas an. Okay, das ist jetzt etwas blöd, weil ich absolut unkreativ bin, was Namen angeht generell. Nennen wir den einfach mal Hampel. Oh Gott, wir müssen wirklich alle benennen. Tinky, Winky. Und der letzte heißt Bartman. Are these names correct? Nein, deshalb habe ich sie eingegeben. Yes! Wie viele noch? There's a good chance if they are still alive. They will be at the shelter set up in DC. If they have any sense, that is. We're going to need a way to get around. I saw an old station wagon a few blocks away. Back. Ich hab mich versprochen.
Those things might not be very reliable, but you'd be surprised how roomy they are. Anyway, let's get moving. Click anywhere to continue. Auch außerhalb des Bilds? Use WASD or arrow keys to move. Von wegen, ich benutze nämlich meinen Controller. Okay. Sehr pixelige Grafik an der Stelle, kann man mal schon mal erwähnen hier, ne? Also ein 8-Bit-Stil wird ja immer häufiger aufgegriffen in letzter Zeit. Warum auch immer, scheint wieder in der Mode zu sein. Alright, I think I've got just enough fuel and food for us to make it to DC in this baby. Ein paar Sprachfehler, der Kerl. Let's hit the road, I'll drive. Na, ich will fahren. So, jetzt muss ich schon wieder klicken, obwohl ich eigentlich... Na egal. Powerpilz, Station Wagon, Clemens, Health. Okay. Clemens has a broken arm. Warum? Hab ich das jetzt ver... Clemens has... Dysentery. Ups. Ich hab geschossen. Vielleicht deshalb. Clemens was bitten by a zombie. Tja, sowas passiert, ne? You're out of fuel. Ist ja super. Einen brauchen wir eh nicht mehr. Washington DC. Click anywhere to continue. Just as the station wagon runs out of fuel. Ach, ich muss das jetzt in einer anderen Stimme machen, ne? Just as the station wagon runs out of fuel, you coast into the city. You can hear a radio blaring in a nearby window. Repeat! All survivors who still remain in Washington DC, the government has declared a class 3 biohazard in the area. They will be commencing a nuclear strike within a few short hours. Get out while you can. The city is lost. Ja, wenn die einen Nuklearschlag draufladen, dann ist die auf jeden Fall verloren, die Stadt. Oh. Er nochmal. Looks like we have a time problem. I'll go look for your friend in the shelter. Meanwhile, you should go scavenging for supplies. I've heard about a place on the west coast that is supposed to be a safe haven from all this chaos. Let's meet back here and head out. Here, take my journal. I've written down everything I know about surviving on the road. It should help you decide what you think we may need on the trip. Gut, wir haben hier so ein Journal bekommen, was wir alles brauchen könnten. Pick the supplies you want to gather. Our remaining 12. Aha. Also hier haben wir unsere Upgrade-Dinger und das Ganze wird anscheinend so gelöst, dass wir halt 12 Stunden Suchzeit haben und in der Zeit können wir das hier alles upgraden. Fuel lassen wir erstmal, holen wir uns mal ein Medikit. Könnte ganz hilfreich sein, 5 Stück sogar, wunderbar. Money, ich habe keine Ahnung, wofür das alles gut ist hier. Holen wir uns mal Money dazu, Money ist immer gut hier. Geld, keine Ahnung. Battery, ein bisschen, Battery. Food. Zum Überleben brauchen wir Essen, ist natürlich klar. Ammo. Ja, komm hier. Viel zum Schießen. Muffler. Ich weiß noch nicht mal, was ein Muffler ist. Journal. Ah! Fuel. You can travel for hours on a tank of gas. Find that you want to have at least 8 tanks with you at any given time. So you can make... Okay, and even then these suckers seem to get lost or stolen all the time. Okay. Scavenging is the easiest way to get food. Ansonsten... anders als all die Zombies. Na, hier klingt logisch. Abhängig davon, wie viel wir in der Gruppe sind. Und... wie meine Essensration momentan ist, findet man 1 bis 3 Unzen pro Person und pro Stunde.
Das bedeutet, dass ich 240 Unzen am Tag in der Gruppe für, ach, wie auch immer, Medikits. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier verschwenden mit Durchlesen. Ach komm, wir spielen jetzt einfach, bevor das Spiel total langweilig wird. Bis jetzt haben wir ja kaum gespielt. Your friends join the party. Click anywhere to continue. Great, everyone's here. Bla 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 bla. So. Jetzt wollen wir mal spielen. So, hier, der steht genau vor mir. Keine Ahnung, was der da macht. Ich weiß es nicht. Muss ich hier wieder... Warum schießt er jetzt in die falsche Richtung? Aha. Reloading. Powerpills put down Clemens. Aha. Okay, weil er gebissen wurde, mussten wir ihn anscheinend erledigen. Weil ich das letzte nicht gelesen habe. Keine Ahnung. 330 miles to Pittsburgh. Da wollen wir anscheinend hin. Wunderbar. Stats... Food, Fuel, gar nichts. Ja, ich habe auch keinen Fuel aufgenommen. Ah, okay. Anscheinend geht das Stop. Was habe ich jetzt gemacht? Was bedeutet denn jetzt Stop? Miles traveled 0 miles. Next Landmark. Ich weiß nicht, was das da unten macht. Click anywhere to continue. The only water you can find is sludge from a runoff drain. Okay. Powerpills. Aha, die haben jetzt alle hier so ein bestimmtes Leben, ne? Medkit, Kill, Talk to Stranger. Party, okay. Kill. Das heißt Kill. Ah, ich kann die Leute killen, falls die infected sind, wie es aussieht, damit die uns nicht anstecken können. Medkits kann man anwenden. Rest. Ah, okay. Also können wir hier unsere Energie wieder auffüllen. Talk to Stranger. Bla bla. Car. Repair. Aha. Scraps kann man hier, also... Scraps ist ja... Schrott, Ersatzteile. Können wir auswählen, wie viel wir benutzen wollen, um das Ding zu reparieren, wie es aussieht. Ist aber im Moment noch nicht nötig. Ich lasse es einfach mal so, dass es... Ne, set pace. Okay. Ich mach mal auf normal. Upgrades. Cool. Roadmap. Ach du Scheiße. Überall nuklear hier. Fahren wir durch, ne? Supply, scavenge. Scavenging instructions. Use. Aha. Pull back to aim, release to shoot. Click anywhere to continue. Aha. Okay, gut. Warum? Ich will schießen. Kann ich hiermit nicht. Oh oh. Oh oh. You were attacked by a zombie while scavenging and have been injured. You managed to carry back 0 Unzen of food. Oh. Oh, nochmal. Ja, super. Ich kann anscheinend nicht ordentlich steuern hier. Das ist natürlich... Ah, okay. Ich muss immer nach hinten ziehen. Na gut. Oh, was soll denn das? Wir machen nochmal. Kann doch nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit beschädigt werden. So, auf jeden Fall haben wir schon mal einen Einkaufswagen. Die Steuerung ist hier echt totaler Mist, habe ich das Gefühl. So, einmal den da hinten. Ich dachte gerade, ich hätte den da hinten erledigt und dann hat er mich doch noch fertig gemacht. Das war wohl ein stärkerer Zombie. Aber gut, ne, das kann vorkommen. Ups, das war gekonnt daneben. Das gerade mache ich übrigens nicht mit, mit dem Controller. Die Steuerung. Ich habe keine Ahnung, wie man hier steuern soll mit dem Controller. Ich steuere die Bewegung mit dem Controller. Aber sonst auch nichts. You found 270 Unzen of food while scavenging, but you were only able to carry... Ah. Ja, wunderbar. You also found 15 scrap. Wunderbar. Haben wir doch ein bisschen was gefunden. Trade. Fuel. You meet someone who will spare 5 of their fuel for one of your muffler. Will you trade? Da ich eh nicht weiß, wofür die Mufflers sind...
Würde ich mal sagen, ja. Dann haben wir ein bisschen Fuel. Dann. Ich würde den gerne umbringen, den Händler. Den braucht doch eh keiner mehr. Ja, ist in Ordnung. Combat Training brauche ich nicht. Ich kann das. Hat man ja gerade gesehen. So, wir fahren jetzt mal. Back. Wunderbar. A rumbling sound comes from behind you. Driving instructions. Use WASD or arrow keys to move. Don't let the enemies hit the station wagon. Okay. Ich kann nach oben und unten steuern. Bossfight. Yay. Bossfight. Warum werde ich von Hirschen angegriffen? Ich weiß es nicht. Warum kann ich auf dem neben der Straße fahren? Yay, wir fahren hier genau durch. Oh, ich wollte noch weiter nach unten lenken. Das ging aber nicht. Verdammt! Wir haben den Hirsch getroffen. Sowas aber auch hier. So, genau hier. Nein! Warum lenkt er denn noch weiter? Die Steuerung ist fricklig. Aber wir haben die Attacke überlebt. Also alles kein Problem für uns hier. Unfassbar, das Spiel fordert. Unglaublich. Bartman has broken arm. So ein Schwompel. You aren't sure which way to go. You lose an hour bickering with Winky. Okay. Wir haben uns ein bisschen mit Winky unterhalten. Das ganze Spiel zielt, glaube ich, nur darauf ab, dass wir irgendwann mal die Stadt erreichen und immer zwischendurch raus müssen, um das Auto zu reparieren und so weiter, um die Leute schlafen zu lassen. You hear gunfire from nearby buildings. Na und? Bartman has a broken arm. Sag mal, was ist denn das für ein Volltrottel? Der bricht sich immer in dem im Auto die Arme. Wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, wir sind jetzt hier angekommen in Pittsburgh, wie es aussieht. So, hier können wir einkaufen. Tja, kaufen wir mal hier ein bisschen Fuel, ne? Kostet 65, mehr hat er nicht. Gut, kaufen wir erstmal alles. Scrap ein bisschen. Ja, komm. Ich weiß nicht, hier, wir haben noch 70. Bei Ammo brauchen wir nicht. Foot. Dann. Gucken wir mal. Jobs, Bandits. There is a group of hostile folk. Talk over difficulty suicide. Das machen wir besser mal nicht. Difficulty normal. Machen wir das mal. Shootout instructions. Pull back to aim. Release to shoot. You are vulnerable while aiming and so is the enemy. Also ich bin verletzbar, wenn ich gerade ziele und der Gegner ist auch verletzbar, wenn er gerade zielt. Ansonsten nicht. Na, sieht man hier ja. So heißt, ich muss hier den Gegner abschießen, während er gerade zielt. Verdammt. Versuchen wir den mal hier ins Kreuzfeuer zu nehmen. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, immer richtig zu zielen. Komm, den treffen wir. Jawohl. Und jetzt noch den da oben. Sollte eigentlich machbar sein. Jawohl. You survived the attack. Warum war ich eigentlich nicht im Haus? You and one muffler. Sollen wir einfach mal versuchen, hier das zu machen? Komm, difficulty suicide. Warum auch nicht? Einen haben wir schon mal. Wir dürfen nur nicht rauskommen, wenn geschossen wird. Ja, wir sind super. Kriegen wir doch locker hin. Sag mal, wo ist denn das Problem? Also mal ehrlich, ja, so schwer ist das... Oh, oh. Das war gerade ganz knapp. Aber man muss tatsächlich einfach immer nur schnell genug wieder zurück in Deckung gehen. Kurz bevor der Gegner trifft eben, weil die Schüsse seltsamerweise gar nicht so schnell sind. Also ich würde, wenn ich schieße, mit schnelleren Schüssen rechnen. Allerdings den da links zu treffen ist nicht ganz so einfach. Okay, den haben wir. Einer noch. Wunderbar. So,
Da hätten wir uns. You survived the attack. Also das war wirklich kein Suicide. Ja, keine Jobs mehr gelistet. Das heißt, wir haben das alles schon wunderbar hinbekommen. Gucken wir mal unsere Party an. Rest. Ja. War ein bisschen hier. Rest. 3 Stunden werden wir uns mal ausruhen. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Spiel genau gewertet wird mit den Stunden. Also warum jetzt... was für ein Problem das ist, wenn wir Stunden resten. Achso, das kostet uns Essen. Okay. Gut, Essen ist also das, was... Oh oh. Gut, wir nehmen mal ein Medikit. Gut, wir haben noch 4 Stück übrig. Talk to Stranger. You've encountered no one. Car, Station Wagon, Repair. 1 scrap metals, 2 scraps. 3, 4. Achso, das erhöht nur die Chance, dass wir... Ja, nehmen wir mal 5 UF 28. Ach komm, was soll der Geiz? Nehmen wir mal 8 Stück. Time passes. Kriegen wir doch bestimmt hin, das Ding zu reparieren. Attempting repairs. Repairs successful. Wunderbar. Heißt, wir haben unseren Wagen mal ein bisschen repariert. Das Ganze machen wir nochmal auf 83%. Sollte eigentlich drin sein, wenn ich es richtig sehe. Attempting repairs und failed. Natürlich, 83% gehen immer schief. Machen das Ganze nochmal. Der Wagen muss repariert werden. Sonst können wir nicht mehr an den Drag-Rennen teilnehmen. Repairs successful. Wunderbar. Das hat ja wenigstens nochmal funktioniert. Roadmap. Start. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Das steht hier nämlich nicht. Next Landmark, 200 Miles. Okay. Your route. Nicht markiert. Gut. Brauche ich ja nicht. Set Pace, Upgrades, haben wir noch keine. Okay, dann lassen wir das erstmal. Und gehen, Supply, Town. Ja, haben die vielleicht noch was für mich? Vielleicht Scrap noch ein bisschen. Könnten wir eigentlich... Nee, hat er aber nichts mehr. Noch 1, glaube ich. Schade. Aber Essen können wir gebrauchen. Essen ist natürlich nur sauteuer, ne? Ich kaufe noch 60 Stück, damit wir auf dem Weg nicht verrecken. Medikits haben wir noch. Gucken wir mal ein bisschen, was haben wir hier noch an... Ammo haben wir ziemlich viel. Können wir eigentlich mal ein bisschen was verkaufen davon? Gut, dann machen wir mal Leave und fahren weiter. You must cross a horde of zombies in order to continue the road. The horde in front of you is currently moderate in size and appears to be ravenous. Wir haben so eine Horde Zombies vor uns, die nicht ganz so groß ist, aber wir sollen... ravenous, keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht aufbrausend. Wait to see if the horde disappears. Ah ne, die sind anscheinend gerade ein bisschen am Futtern oder so. Beachten uns nicht so. Break out guns and clear a path. Attempt to sneak through. Hire Mercenaries, nein. Komm, wir nehmen das hier. Wir beschießen einfach alles, was uns in die Quere kommt. You were overrun by the horde. You lost the following. 12 Ammo. Oh nein. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? So, dann fahren wir mal weiter, ne? Tinky breaks a rib. Natürlich tut er das. Wer tut das nicht beim Autofahren? Hier, Bartman incapped. Der ist tot. Your muffler broke, but you were able to replace it with from supplies. Super. Das Auto ist die reinste Schrottkarre, wie es aussieht. Nach 2 Meilen ist das schon total im Arsch. Aber hier scheint die nächste Stadt zu kommen. Also gucken wir uns das ganze Gerät hier mal an und... wollen plündern, was zu plündern geht. It starts raining heavily. Na super, als ob der Tag nicht schon schlecht genug wäre. You will have to drive more slowly. The Mall. Sie sah auch sehr freundlich aus. Ja, was soll man hierzu sagen? Wir können nur Medikits kaufen. Vielleicht tun wir das mal. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Kaufen wir uns davon ein paar Medikits. Guck mal hier, was es für Jobs gibt. $33. Bandit. Suicide. Ja, komm. Was auch sonst.
So, einer. Oh. Einer tot. So, noch einer weg. Hier bin ich einfach ein Naturtalent, glaube ich. Das kann ich. Na, hier sieht man ja. Suicide. Vollkommen egal. Wir machen das trotzdem. Da macht uns niemand hier was vor. Und ich will den da oben eigentlich tot sehen. Weil ich voll der Macker bin. Aber gut, dann kümmern wir uns zuerst um den Typen da. Unten rechts sehen wir übrigens unsere Ammo. Sehe ich gerade übrigens auch zum ersten Mal. Anscheinend doch sehr begrenzt. Also, ich dachte nicht, dass wir bei diesen Sachen hier tatsächlich immer auf die Ammo zurückgreifen. Bis jetzt habe ich ja die Ammo-Anzeige noch nicht gesehen, deswegen dachte ich, die wäre umsonst, aber schade. Für was sollte auch sonst die Ammo gut sein? Aber gut. Na, komm schon. So, wunderbar, you survived the attack. Und wir bekommen $33. Top. Sell, buy. Nö. K, wie geht's dem K? Gut. Lassen wir das mal. Ja, Batman encapped. Hier, Batman. Komm, steh mal wieder auf. Ich weiß zwar gar nicht, wofür die Party gut sein soll, aber halten wir sie einfach mal am Leben. Kann ja nicht schaden. Medikit, Rest. Nö, den anderen geht's noch gut. Lief. Ja, schaffen wir. Alles klar, weiter geht's. Stats, Fuel, 7 Cans. Roadkill. It's probably safe to eat. Wunderbar. Zombie Activity low. Das freut mich. Super, wir haben einen Muffler verloren. The sky clears up. Wahrscheinlich geht das Auto gleich komplett kaputt wieder. So sehe ich es jedenfalls schon kommen. Das kann einfach nur schief gehen. You hear gunfire from nearby buildings. Schade. Damit wollen wir mal nichts zu tun haben. Wir fahren hier mal zu der Stadt. You hear a sharp pop. Looks like your battery exploded. You replace it from supplies. Natürlich geht die Batterie kaputt. Andauernd explodieren Autobatterien. Indianapolis. Click anywhere to continue. Überall hier die grünen Menschen. Das ist echt süß. Allerdings würde ich mal gerne kurz auf die Karte gucken. Kann ich das hier irgendwo? Roadmap. Aha, okay, hier sehen wir jetzt unsere Route. Wir sind also schon hier und hier oben haben wir Finish. Wir müssen es also nur schaffen, bis da hinten hinzukommen. Dummerweise müssen wir schon wieder reparieren. Ich glaub's nicht. Ja, komm. Das läuft schon. Lassen wir nochmal eine Stunde draufgehen, um zu reparieren. Und ein bisschen mehr als 50% wird wohl reichen. Hat auch gereicht. Das Auto haben wir repariert bekommen. Set Pace. Lassen wir so. Wie geht's unserer Party? Tinky könnte was vertragen. Lassen wir aber erstmal. Don't forget to set your pace and rations to a reasonable amount. Don't push yourself too hard, stranger. Doch, ich möchte, dass meine Leute so stark arbeiten, wie es nur gerade geht. Und wir sollten auf jeden Fall mal traden. A stranger is willing to trade one of their muffler for one of your medkit. Ja, möchte ich. Einen Muffler hatten wir nämlich nicht mehr. Das können wir gut gebrauchen. Towns, gucken wir mal, was die anbieten. Fuel. Fuel bieten sie hier an, das finde ich super. Dann lassen wir das erstmal. Und kaufen Food. Erstmal, ein bisschen. Sonst verhungern wir noch alle. Scrap Metal haben wir keins mehr. Also sollten wir da die zwei kaufen, die sie anbieten. Und dann können wir noch zwei hiervon kaufen und sind schon out of money. Wunderbar. Und an der Stelle würde ich sagen, lassen wir das auch erstmal weiter hier. Ich guck mal, kann man mit Escape vielleicht leave hier. Pause. Achievements gibt's ein paar. Die werden auch in Steam angezeigt. Wir werden aber jetzt erstmal hier Tombstones. Okay. Discovered 0. Verdammt. Okay. Gut. Wir werden jetzt erstmal ins Menü zurückkehren.
und in der schönen Musik, die uns jetzt hier geboten wird, noch kurz ein Fazit ziehen zu dem Spiel. Ein nettes kleines Spiel, was zwischendurch auf jeden Fall für Stimmung sorgt. Sollte man mal ausprobiert haben, wem die 8-Bit-Grafik gefällt. Ansonsten ist es wahrscheinlich nicht so der Fall von den meisten Leuten. Ist ein klares Survival-Game. Man versucht sich von Ort zu Ort nach vorne zu bewegen, die Ressourcen sparend einzusetzen und möglichst lange durchzuhalten. Das Geld muss sparsam verwaltet werden zu den Zeiten, wo man sich in den Städten aufhält, und begleitet wird das Spiel durch lustige Minispiele, die ab und zu mal auftauchen in sämtlichen Variationen, wie es aussieht. Schade fand ich, dass ich den Controller nur wenig benutzen konnte und dann doch wieder auf die Maus zurückgreifen musste, aber egal. Das soll mich jetzt nicht weiter stören, vielleicht habe ich auch einfach nur etwas falsch gemacht, aber der Jump Key kam zum Beispiel gar nicht zum Einsatz. Wie auch immer, für ein Let's Play ist das Spiel, glaube ich, nicht so gut geeignet. Für einmal anspielen, hervorragend. Wer Lust bekommen hat, super Sache. Spielt es ruhig mal an. Sollte nicht allzu teuer sein, das Spiel. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt Indie Look, gucken wir uns die Indie Games zusammen an. Schaut auch das letzte Indie Look nochmal an. Vielleicht interessiert euch das auch noch oder die letzten überhaupt oder ein Let's Play generell. Bis zum nächsten Mal, bevor ich mich noch hier verhasple. Bis zum nächsten Mal, auf dann, euer Powerpilz. Ciao!